So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier auf eurem Lieblingskanal auf YouTube, Henno Einkart. Mein Name ist Henno Einkart und ich präsentiere euch heute Battlefield 2042. Wie ihr hier oben unweigerlich erkennen könnt, handelt es sich um ein Werbevideo, denn Battlefield kann man jetzt auch im Epic Games Store erhalten. Solltet ihr das vorhaben, während, vor oder nach diesem Video, schaut gerne in die Videobeschreibung, geht auf den ersten Link, da bekommt ihr es und ihr könnt auch meinen Creator-Code Hand of Blood dabei verwenden. Solltet ihr Battlefield nicht kennen, ist ein Shooter. ist ein First-Person-Shooter mit bis zu 128 Leuten, komplett aufs Maul, bin ich ehrlich, höchst dynamisch. Das heißt, ihr könnt in allen möglichen Fahrzeuge, aber auch zu Fuß, es gibt wilde Klassen, wilde Waffen. Und wie ihr auch hier schon sehen könnt, hier, dort und hier, gibt es verschiedene Modi bzw. Bereiche. Und heute gehen wir auf den Portal-Modus ein. Und ihr seht auch schon hier im Hintergrund, da gibt es auf einmal, was, Zweiter Weltkrieg? Hä, was ist das denn? 2042. Ich dachte, dieser Battlefield-Teil findet in der nahen Zukunft statt. But wait, there is more. Denn es gibt in dem Portal-Modus quasi einen Community-Bereich. Ist quasi eine riesige Community-Plattform, wo man vergangene ikonische Battlefield-Teile zocken kann. Mit krasser Grafik, also mit aktualisierter Grafik, sage ich mal, bisschen aufpoliert. Nicht nur ein bisschen, also es ist insane. Gerade so 1942, das habe ich auf LANs gespielt, da war, wie viel Prozent an, wie ist meine Demografie? Locker 30% von euch waren da flüssig. Und dürfen hier wahrscheinlich nicht mal zugucken, ihr Schlingel. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas mal in Battlefield gab. Als Sterzig mir davon erzählt hat, dachte ich so, what? Hä? In Battlefield kann man von alten Battlefield-Teilen, jetzt nicht den kompletten Content, aber wahlweise Maps spielen. Das ist ja übel insane. Lass rein. Leider kam ich nicht dazu, weil Eintracht Spandau dazwischen kam. Aber ein paar andere Themen. Bin jetzt auch im Battlefield-Thema hier jetzt gar nicht so übertrieben drin. Aber wir schauen uns heute einfach mal dementsprechend relativ blind und fresh das Ganze an. Jetzt kann man hier, wie gesagt, wir sind im Reiter Sammlung, können wir hier uns die ganzen Klassen angucken und auch ausrüsten und uns vorbereiten. Da gibt es die ganzen Fahrzeuge, Equipment, hast du nicht gesehen. Hier, warte. Hier, Panzer 4. Oder hier, Wolverine. Ja? Oder hier, Sherman. Nice, hier, Tiger. Nice. Und ja, dann kann man hier einfach selber hosten oder auf Durchsuchen gehen. Und das Nice ist, wie gesagt, so eine Art Community-Plattform, aber auch quasi ein gigantischer Sandbox-Modus. Denn man kann hier alles personalisieren. Ihr seht schon auf der rechten Seite die Kriterien. Und das ist teilweise übel wild, was hier abgeht. Also ich fliege da mal rüber. Wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt, stark modifiziert. Ja. Danach könnt ihr so ein bisschen abchecken, wohin das geht. Und tobt euch da gern mal aus. Also selbst sollte der aktuelle, also für mich gesprochen, diese nahe Zukunft geht noch. Aber wenn es zu sehr in Zukunft geht, 2042 schon so an der Kippe, dann ist es nicht so mein Bereich. Was ich halt so geil fand, war zum Beispiel 1942. Oder was ich halt sehr vermisse, es war für mich der beste Teil, auch wenn er so allgemein nicht der beliebteste war, war Battlefield Vietnam. Habe ich, aber ich glaube, es hing auch einfach damit zusammen, dass ich zu der Zeit das einfach viel gespielt habe und jetzt noch nicht damals so den krassen Vergleich hatte. Ist halt hornalt auch. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal bei 1942 rein und gucken uns das Ganze mal an. Abfahrt. Rin. Nice. Ja, ich muss sagen, 1942
Das habe ich halt auf LANs gespielt, da war das schon ein bisschen raus. Ja. So 1942 und Battlefield Vietnam, das habe ich auf LANs gespielt. Was ich dann gespielt hatte, als ich auch so ein bisschen. Ja, wie alt war ich da, Alter? Also ich glaube 16 oder älter. Älter. Da kam Bad Company 2 raus. Und ich erinnere mich, das war so mit, glaube ich, der erste Shooter. Wir sind Amis, nice. Das war mit der erste Shooter, Bad Company 2, wo man einfach Wände zerstören konnte und wo ganze Häuser einstürzen konnten. Das gab es vorher nicht. Das war so insane. Und als ich das damals in der GameStar gelesen hatte, Grüße gehen raus, habe ich mir es halt instant geholt. So, wir nehmen Panzerabwehr. Bazooka, eine Pistole, Granate, rein. Ach, das startet, glaube ich, sogar gerade. Wir sind relativ pünktlich. So, und das. Oh, da geht's aber direkt ab. Das ist nicht die Grafik von damals, Freunde. So. Sehen die schon. Nur hier, schöner Sherman, M4. So. Habe ich denn echt nur eine Pistole und eine Bazooka? Holy shit, war das damals so? Boah, Alter. Also ich muss sagen, wo ich. Also ich habe jetzt auf Field of View sehr weit auf 105. Das heißt, es ist so weitwinklig. Ist einfach, wenn man was reißen will, am besten. Aber so für das Immersive ist es nicht das Beste. Ich habe auch Bewegungsunschärfe aus und Kamerawackeln sehr weit runtergestellt. Weil das einfach. Nee, wir sind. Aber wir kommen jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Weil das einfach auf Battlefield. Also, ja. Man ist halt dann. Man kann sich jetzt besser auf. Das Skill Gap ist höher. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt hier 1000 Effekte alle anstelle. LOL! Habt ihr es gerade gesehen? Ist er gerade vom Himmel gefallen? Junge, das ist doch ein. Jawohl! Alter, hier geht's ab. Aber eigentlich ist es auch geil, wenn man Field of View klein macht. Boah, Alter. Ich leg mich mal hin. Kamera wackeln richtig hoch. Bewegungsunschärfe, was weiß ich. Wo schießen die denn? Da hinten ist ein Tiger. Ich versuch mal, hier am Panzer zu bleiben. Oh, da rennen die Deutschen. Hier mit der Pistole. Oh, lol, hat der richtig Travel Time. Krass. So, dahin. Meint ihr, ich krieg den? Ich glaube, ich bin viel zu weit weg. Ich nehme die Nummer 3. Oh, lol. Okay. Ey! Okay, wir gehen mal ins Flussbett. Oh, der hat mich an dem Visier. Ich gehe mal ein bisschen zickzack. Wir sind doch Deutsche, oder? Kann ich tauchen? Nee. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Wir haben gar keine Minimap. Bei 2042 haben wir eine Minimap, deswegen habe ich mich hier hingesetzt. Aber hier einfach nicht. Crazy shit. Okay, da ist er. So, Leute, jetzt geht's ab. Schön im Schilf hier im Winter. Boah, der hält aber aus. Scheiß Tiger. Oh, oh, Alter, gesniped. Mit dem Karabiner 98. Auch geil. Hä? War das damals so, dass man keine Minimap und so hatte? Weil, hier bei Battlefield 2042, ne? Da musste ich, deswegen hatte ich das vorbereitet, musste ich halt hier sitzen. So. Weil hier einfach Minimap ist und mein Squad. Und auf der anderen Seite so Magazingröße und Waffe und hoppala. Und alles. Crazy. But I like the hardcore experience. So. Sektor Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Okay, wir nehmen mal was anderes, weil irgendwie fand ich. Also, das war jetzt. Ich meine, wir haben den zwei, dreimal getroffen. Klassik-Soldat? Was? Nee. Medikit? Keine. Hä, wie Klassik-Soldat? Basiert auf. Ja. Haben wir. Hier, das ist ein Sniper. Wieso ist der nicht freigeschaltet? Na gut, dann nehmen wir einfach mal den. Oh, nee. Den. Ja, mit. Machen wir mal. Komm. Rein. Scheiße, jetzt sind wir wieder hier. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Na gut, schön hier mit der Tommy Gun. Oh.
Darf ich mich dazu gesellen? Es kann auch sein, dass das Overlay einfach komplett hier ausgeschaltet wurde. Bei dem Server. Ja, klar. Dann ist das wahrscheinlich. Ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, es ist einfach eine riesige Sandbox-Welt. Ist Friendly Fire an? Also, ich habe. Kann ich das irgendwo nach? Oh. Hm. Steht das irgendwo? Ich glaube nicht. Aber das Geile ist übrigens auch hier beim Portal-Modus. Also, oder Portal-Bereich. Man levelt auch. Man levelt auch die Profile. Also generell sein Profil levelt man dabei noch. Also es ist jetzt nicht so, dass das quasi ein Bereich ist, der... Oh, da kommen welche. Nee, das ist ein Sherman. Ich glaube, er hat nicht so Plan. Ja, ohne Overlay, ne? Ist schwierig, Freund und Feind zu erkennen. Jetzt einfach in den Boden. So, jetzt fangen wir mal an. Ne, das sind Verbündete. Jetzt sind wir im Vorteil. Kurs halten, Leute. Verbündet. Da ist ein Panzer 4. Ne, war ein Tiger. Ja, fuck. Ich bin auch leider hier oben gespawnt. Ich spawn jetzt mal da. Das sieht so aus, als ob wir da ziemlich angegangen werden. Respawn-Timer aktiv. Wo steht der denn? Ach, da unten! Mega groß einfach. Okay. Gut. Ja, irgendwie Sniper ist nicht freigeschaltet. Vielleicht muss ich dafür das Profil leveln. Oder... Achso, nee, kann ja auch einfach deaktiviert sein. Ja, aber die Gegner hatten einen. Ey, das ist ja aber auch mega die offene Map. Oh mein Gott, das sind einfach... Bitte sieh mich nicht. Wieder ein Sniper. Alter. Gute Arbeit. Wir kontrollieren Sektor Baker. Es ist eine ultra offene Map. Na gut. Wir wahrscheinlich halten jetzt die Mehrheit der Sektoren. Ah, nice. Okay, dann müssen wir den unbedingt halten. Ich glaube, das ist eine sehr panzerlastige Map. Weil die so offen ist, sind die einfach ultra mächtig. Deswegen gehe ich doch wieder auf die Bazooka. Und wenn ich reininte, ist ja nicht schlimm. Treffer! Treffer. Oh, drüber. Aber das Haus habe ich hinten richtig abgerissen. Boah, ich bin jetzt aber ganz schön. Was brüllt denn da hinten rum? Okay, ich rück mal vor. Warte, ist nicht sicher? Scheiße. Wir haben Sektor Charlie an den Feind verloren. Ja, gut. Ja, aber. Oh, ja, mit der Pistole gegen. Wie die alle da... Guck mal, mehrere sogar. In der Kacke. Nee, ist ein Bunker. Leute. Der Feind kontrolliert die Mehrheit der Sektoren. Es ist locker eine krasse Sniper-Map. Ey, wie die aber auch bügelglatt ist, die Map, ne? Krass. Na gut. Muss es auch geben, I guess. Aber ich glaube, was hier fehlt, sind so ein bisschen Gräben, wo man zumindest ein paar safe Wege hat. Ich setze mich mal ab. Ja, bisher läuft es noch nicht so. Aber ich verteidige mal die Mühle. Ich gucke mal, ob man da hoch kann. Mit Mühlen habe ich eigentlich im Battlefield immer schlechte Erfahrungen. Es gibt doch in jedem Battlefield immer eine Mühle, oder? So. Ja, jetzt werde ich da eh wieder rausgesnipert. Okay. Nahkampf? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, 2. Ja, macht jetzt nicht so viel Sinn, hier oben zu warten, ne? Wenn die noch nicht hier sind. Aber, okay, haben wir mal ausprobiert. Also, man kann hoch. So, ich spring mal runter. Okay. Ein Flugzeug gibt's hoch? Also, hier auf... Also, fällt mir gerade zum ersten Mal auf der Map ein. Eieieiei. Nur der sprayt hier einfach rein? Ist das sein Ernest? Ja, aber Bad Company hätte ich auch so Bock, ne? Vor allem so die alten Maps. Ey, klingt vielleicht dumm, aber ich verknüpfe halt wirklich mit Bad Company 2
ganz schön viel Feelings, Alter. Das wäre schon ganz schön nostalgisch für mich, das mal wieder zu zocken. Weil das war so mit mein erster eigener Shooter, den ich so Vollpreistitel gekauft habe und auch richtig hart. Das war halt damals noch die Zeit, weißt du, Taschengeld. Und dann auch, wenn man mal was kauft, dann muss man das auch richtig hart suchten. Weil sonst war es verschwendetes Geld. So. Also man hat es auch dann einfach, man war da auch gepressured. Aber dadurch, ja, und auch übelstes Geschwitze nach KDA. Ey, Junge, was soll ich denn hier auf der Map machen? Wenn ich jetzt mal nicht gerade einen Panzer habe. Bin ich irgendwie, wo sind alle? Okay, alle Infanterie-Sachen da. Ja, die deffen hier einfach nur. Ich wette, die spielen auch alle auf dem Discord oder so. Das ist locker so ein... Ich bin einfach out of position. That is my bad. Ich renn mal zu. Renn ich zurück? Da wäre auch geil. Na ja, gut, aber das Ding ist, renn mit einer Pistole rum und gehe in Long-Range-Fight. Auch übel dumm. Ah, man regeneriert ein bisschen mit der Zeit. Vielleicht geselle ich mich einfach damit rein und baller oben mit der MG ein bisschen. Weil wenn wir das hier halten, ist doch gut, oder? So, wo sind die Gegner? Da? Jo, tot. Geil. Der. Ja, Hit. Oh, der will mich snipen. Tot. So, ich glaube, wenn es rot ist, tot. Wenn es rot ist, hohoho, dann wollen die einen... Ja, dann haben wir sie, aber ich wurde... Unsere Feinde stürmen ein Ziel in Sektor Able. Der ist hinter uns. Wie ist denn der da... Tot. Wie ist denn der da hingekommen? Crazy. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in den Nahkampf. Mal ein bisschen hustlen. Zack. Zack. Gucken wir es mal an. So, ich meine, wenn wir die Punkte halten, gewinnen wir. Easy as that, ja. So, hier ist ein bisschen Dorf. Oh nein, ich habe die falsche Klasse. Mist. Oh. Oh! Vor allem, man sieht halt immer noch... Also, es ist so typisch Battlefield, Alter. Und er kippt einfach auch noch um, so. Man kann ihm nicht mal böse sein, weil er einfach auch instant ins Gras beißt. Das nehmen wir. Das hier, das ist gut. Das ist gut. So, und jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Nur ist ja hier schlimmer als bei Hell It Loose. Nur ja aufpassen. Junge, ich hab so Panik. Worauf ballern die alle? Okay, ich bleib mal jetzt mal im Haus. Oh. Hab ich irgendwas? Nee. Ah, der hat eine Bazooka. Oh Gott, der steht da einfach. Oh Gott, habe ich Recoil. Mist. Der hat... Okay, erstmal... Oh shit, ey. Junge. Wiederbelebung anfordern. Bitte, hol mich hoch. Hier. Bitte! Einfach kein Medic da, oder was? Ja, dann nochmal. Oh nein, jetzt bin ich da oben. Ach nee. Okay, aber ich... War ich das? Oh, da ist noch einer. Lebt er? Junge, Junge, Junge. Oh Gott! Ey! Junge, was soll ich machen? Bro, no Snipers? Beleidig erstmal die Admins. Geil. Alter. Vor allem, haben nur wir keine Snipers? Also, geht es doch nicht nur mir so? Okay, wir gehen wieder dahin. Da ist besser. Ich schwör's. Wir fangen langsam an, dem Feind weh zu tun. Ja, ja, sie ja. Leute. Ja, ja, ja. So, wir gehen hier in die Häuser. Dacht schon.
Manchmal so im Eifer des Gefechts, ne? Okay, wir gehen mal ein bisschen hoch. Ich gehe immer nur mal sicher, ob das wirklich ein Mate ist. Weil die sneaken ja sich überall durch. Das sind Amis. Hab ich. Hä, ich krieg gar keine Hitmarker. Weil mein Charakter hat ja jetzt sogar gesagt, dass er den hat. Okay, sieht gut aus. Ja, aber sieht hektisch aus, Junge. Richtig Frontenkrieg. So. Sie haben sich Baker geschnappt. Ich wiederhole, der Feind hat Sektor Baker gesichert. Was? Hinter uns? Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich was machen. Aber ich sehe mich noch nicht so confident, hier wirklich was in die Hand zu nehmen. Das haben die. Das war früher aber nicht so. Junge, die gehen aber auch. Ja gut, dann gehe ich jetzt auch. Ach du Scheiße, Mann. Alter. Nee, gut. Oh mein Gott, Alter. Es geht so wild ab. Ich muss jetzt auch mal in den Panzer. I hope the enemy get red uniforms for Christmas. From Italy. Junge, was ist das für ein Chat? Hä? Ich will jetzt auch mal in den Panzer, Mann. Hier. Drin. Wirklich, ey. Und jetzt C1 einnehmen, aber Dali. B1 kriegen wir ja easy wieder. Ist ja, neben, ist ja zwischen uns. So. Hä, ich hab da auf Panzer gedrückt. Mann. Ich werd instant beschossen. Ey! Weiß ich nicht. Ich wollte einen Panzer spawnen. Junge, ich gehe hier 080 oder so. Sektor Dog, feindliche Einheiten attackieren ein Ziel. Hä? Ich habe 6 Kills? Hä? Okay. Oh Gott, die nehmen das ein. Die sind alle hinter uns. Hier so. Da. Ey, was spawn ich hier auf offenem Feld? Wenn die Gegner verwischen haben. Junge, 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 Junge. Das sind doch Deutsche da. Ey, den hab ich. Hab ich auch. Da. Ey, man kriegt keine Hitmarker, nur im Panzer. Da hinten in der Hütte. Da gehe ich jetzt hin, mir reicht's. Der hat mich schon dreimal abgeholt oder so. Aber ich habe gerade 2 Kills gemacht. Ich krieg das gar nicht mit, dass ich Kills mache, weil man einfach gar kein Feedback hier auf dem Server bekommt. Insane. Ja, ich will das sichern. Nee, hier in den Jeep rein. Hier da. Ja, klar ist da ein Jet. Natürlich. So, rennen. Kann ich wechseln mit den F-Tasten? Weil vielleicht kann ich auch abspringen. Hm. Sehe ich hier was? Nee. Die werden aber auch nicht abgeschossen, oder? Ey, man weiß halt auch nicht, wie viel. Da ist der Sniper. In der Hütte. Ich schwör's dir. Bitte flieg drüber. Ich will da abspringen. Boah, Junge, wie sind die hin? Jetzt dreh mal bei. Jawohl. So, ich guck jetzt genau. Der ist hier so. Hier bin ich immer gespawnt. Hier hat er mich abgeholt. Ja. 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 Hey, komm zurück. Hier geht's lang. So, in der Hütte? Ich glaube. Ja. So, jetzt Obacht. Da ist einer. Aber ich mach mal nicht die Aufmerksamkeit auf mich, ja? So, jetzt ist er dran. Ich schwör's euch, den mach ich so weg.
wird die Bude hier stürmen. Falls er noch da ist, also. Hier habe ich eine Stimme gehört. Nee, der ist schon lange. Da habe ich eine Stimme gehört, aber es war, glaube ich, ein Ami. Falls man die überhaupt Deutsch hört oder einfach, dass alle Englisch sprechen, I don't know. So. Na komm. Ist er noch da? Junge, wenn ich jetzt hier von dem gekillt werde, dann deinstalliere ich. Brech die Aufnahme ab. So. Doch, der ist hier genau vor mir. Roter Punkt. Das war nicht der Sniper, aber... So. Ja, dann gehen wir jetzt bei B1 rein, wa? Ist doch B1. Ah. Ich bin erledigt. Vergesst mich. Genau, okay, er redet Deutsch. Sind das alles unsere Jungs? Nee. Ich glaube nicht. Einen habe ich doch gerade weggemacht, oder? Guck mal dahin. Oh mein Gott! Der hat mich gesehen. Aber das war ein geiles Schussfeld. Schade, ey. Da mit einer Sniper wäre auch heftig gewesen. Okay, was macht denn mein Squad da? Was machen wir? Bei ihm? Ne, wir spawnen mal da. Was machen die? Feindliche Truppen haben Sektor Able gesichert. Oh, shit. Unsere Feinde kontrollieren die meisten Sektoren. Jetzt ist hier einfach ein Tiger. Ein bisschen snipen hier. Nee. Reloading here. Ich renne jetzt rüber, oder? Dann bin ich so tot. Der guckt nicht. Alles gut. Oder? Oh, der qualmt. Schönes Ding, Harry. Bis lebt da noch einer? Jetzt ist uns der Feind überlegen. Wir erleiden Verluste. Fuck. Kämpft härter. Ich bin gesprungen und hab's überlebt dadurch. Junge, er ist schwer. Ich sehe schwarz-weiß. Alliierte Kämpfer kontrollieren die meisten Sektoren. So, wir haben uns eben noch beschossen, aber. Wir sind doch Freunde. Habe ich Medikit? Nee, ne? Charge is set! Oh, geil. Nee. Oh. Hat er, dachte er, ne? Dachte er. Habe ich. Ich wurde gerade, glaube ich, gesniped. Das hat sich so angehört. Oh, da kommen einige Deutsche. Oh, der ist weg. So. Wo seid ihr? Ah, da rennen die rein in die Ortschaft. Oh, shit. Da bin ich gegens Glas gekommen. Sorry. Man hat halt gar keine Anzeige. I like it, aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, der guckt. Hier ist auch geil. Das ist ein Ami, oder? Er gibt ja keinen Friendly Fire. All good, Allah. Das ist doch ein... Das ist doch ein Deutscher, oder? Ah, ist halt schwer zu sagen, immer... Man sieht leider die Travel... die Bullet nicht so. Oh! Das ist ein Problem. Ich hab keine Muni mehr.
Komm, ich werf mal so ein hier. Junge! Nein, nein, nein. Hamba. Breathe. That's it. All better now. Kann ich finishen? Kann ich seine Waffe nehmen? Ich krieg Muni. Weiter so, Leute. Sektor Abel ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ey, das ist gut hier, das ist gut. Wir halten jetzt die Mehrheit so. Der Sektoren. Sehr gut. Das ist ein geiler Spot. Junge, was ist denn da passiert? Ami? I hope. Oh, Alter. Hab ich! Und der denkt sich auch, was ist denn da passiert? Und der wird nicht hochgeholt, nice. Oh, da hinten sind einige. Ey, entspann dich doch mal! Oh mein Gott, das war ein Battlefield-Moment! Schon geil jetzt so. Also wenn man die Map erstmal gecheckt und akzeptiert hat, ja. So, ich renne jetzt mal zum Bunker mit der Pistole. Mal gucken. Oh, der wird beschossen, oder? Ja, hol den mal hoch. Junge, was ist mit dir? Hey, sit tight, Soldier. Thanks, Soldier. Haben sie den geholt? Nee, all gut. Junge, was ist mit dir? Los! Lauf! Ami. Junge, der steht hier noch, der Bomber. Sind die Jack? Da rutscht einfach ein Turm. Könnte meiner gewesen... Bin ich! Jetzt sind einfach alle verwirrt. Ja, ohne Minimap ist es nicht mehr so einfach heutzutage, ne? Wir haben die Truppenstärke des Feindes halbiert. Hab ich? Oh Gott! Take it easy, you'll be fine. Cover me, reloading. Oh no, they got him. They got me in their sights. Hab ihn. Nee, hab ihn nicht. Mach ihn doch! So, mein Gott, was ist los mit dir? Mein Gott, heutzutage diese jungen Spieler. So. Wo? Ein Ziel in Sektor Easy wird von alliierten Verbänden gestürmt. Da war einer, oder? Ich habe ihn gerade weggemacht. Ja, habe ich weggemacht. Locker easy. Den glaube ich auch. Ah, er lebt noch. Gut. Die beiden sind weg. Hab ihn. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh shit, der guckt mich an. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Suicide. Yalla. Ah, oh, nein! Scheiße. Alter. Okay, ich muss sagen, ich musste erstmal ein bisschen reinfinden in die Map. Aber, ja, gehört halt dazu, ne? Map kennenlernen, gute Spots kennen. Ich liebe halt so ein bisschen dieses hinter feindlichen Linien fighten. Guck mal, das war sogar ein Squadmate. Nice. Oh, oh. Nee, er lebt noch. Gut. Oh. Ah. Ich glaube, ich habe den Knopf für Nahkampf gefunden. Oh. Geil, er ist hier gespawnt. Warte mal, können wir überhaupt einnehmen? Nee, doch.
Hab ich. Jutti, Jutti, du vorne, ich hin. Der Feind hat die Kontrolle über Sektor Easy übernommen. I gotta reload! Sieht gut aus. Laut unserer Berichte machen wir bei der Neutralisierung der Ziele gute Fortschritte. Hab ich ihn? Jo. Jut, jut, jut. Das Mate. Wo ist meiner? Junge, was machst du denn den ganzen Tag? Ach, dahin. Schön. Hinter dir! Scheiße. Wir greifen an Zielen Sektor Easy an. Nein, 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 ich krieg dich. Er ist despawned! Oh Gott, da sind einige. Oh Gott. Jetzt geht's aber heiß her hier. Mit der MP40 ist ja auch ein bisschen unfair. Bin ich ehrlich. Gott, Level 70 sind die alle und ich hier als Nuller misch den Laden auf. Jetzt macht's auch Bock. Ja, wir gewinnen ja ultra hart durch mich. Junge. Ey, aber die Waffe, also man muss doch erstmal auf einer Waffe bleiben, finde ich. Ist wichtig. So. Nur das geht ja ewig. So viele. Geiler Server. Okay. Pass auf. Ich hätte halt gern Panzer. Da ist so Jeep, Jeep. Jeep, Jeep. Na gut, gehen wir da hin. Schon wieder in der City. Was ist los mit euch? Welch eine Verschwendung von einem Panzer. Was ist mit dem? Will ich verarschen? So. Jo, wären das alles Deutsche, ich hätte mir ein Ei gepellt, ne? Aber geile... Oh mein Gott, aber geile Position so aufgemacht als Squad. So, hier ist eine Wassermühle. Ja, ich bin halt eher so der Lone Wolf, wisst ihr? So, der sich an... Was ist mit dem Sound los, ey? Der sich anpirscht hier. Ne? Knietief im Wasser. So, Guerilla. Deswegen fand ich Vietnam auch so geil. Wisst ihr? Wo bin ich denn inzwischen? Hier, ganz aus, ganz außen. Ich komme von hinten. Mal Spawnkills. Wie die. Imagine! Du rennst hier rum und wirst gekillt! Vor allem, er weiß jetzt, wo ich bin. Das war gar nicht mal so smart. Ja, dann rennen wir jetzt mal rein, oder? Ja, auf jeden Fall Position wechseln. Da ist einer abgesprungen. Ich glaube auch von uns. Hier oben. Das ist er. Das war er wieder, ich schwör's. Weil wer guckt sonst hier so hin? Oder er hat seinem Squad gesagt, wenn die im Voice sind. So, da ist ein Haus, ich sehe einen Schornstein. Aber ich muss noch weiter. Ich muss noch weiter. Ey, hier ist aber ein Mate in der Nähe, da. Aber ich muss noch weiter. Weiter, 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 weiter. Alter, Junge. Was ist das denn für ein Oschi? Hä, was fliegt da hoch? Alter. Okay. Hier ist gut. Hier ist gut. Ich sag's euch. Die Scheune ist es. Oder? Ah, hab ich noch einen geholt, aber wir waren uns zu dritt. Zweiter auf dem Punkt, weiter rechts war auch noch einer. Ja, der hat das durchgesagt. Das wäre... Wer? Also zu dritt sind die hier und halten hier runter. Hä? Sind doch dumm. Aber actually ist das trotzdem worth, weil ich einfach die übel ablenk. Und dann können wir hier schön halten. Die kommen ja nicht mehr raus. Das ist ja lächerlich. Jetzt ziehen wir denen richtig die Hosen aus. So. Schön nachladen.
So. Nur da hinten einfach auch schon wieder, ne? An meinem Haus. Das ist mein Haus da hinten. Vielleicht war es einer. Ich habe inzwischen 30 Kills. Nur einer hat 125 aus meinem Squad. So, er hier. Oh, lol, ist das ein Heal-Ding? Nice. Okay, da vorne sind Mates. Da will jemand vorpushen. Da hinten ist einer. Da hinten. Das sind sogar Deutsche. Okay, ich glaube, ich renne mal zu dem Bunker wieder hoch. Oh, hier. Mitfahrgelegenheit gesucht. Zack. Keine Ahnung, wer hier ein Mate ist. Das ist kein Mate. Oder? Oh, der Baum! Ich glaube, auf mich sniped einer. Hier ist gerade was abgeprallt. Ciao. Den decke ich mal ein bisschen ein. Junge, Alter, der Baum. Der ist auf... Der Panzer lag da auf dem Kopf. Neben uns. Oh, der ist richtig schön nice nah dran. Warte, ich nehme mal den mit der Tommy. Der ist da noch besser an der Mauer. Wobei hier alles relativ mid- und long-range-mäßig abläuft. Alter, wer hat sich denn da festgesetzt? Das ist ja geil. Jetzt gehen wir so schon da rein. Eieiei. Geht gut ab. Geht gut ab. Jo, so eine Runde Battlefield kann man echt nicht nein sagen. Das ist einfach geil. Man darf halt... Ich glaube, bei mir ist immer so der Punkt, wenn ich solche Spiele maine und nur spiele und so richtig dann dabei langsam verkrampfe. Ich habe ihn noch nicht um die Ecke lugen sehen, Alter. Boah, geil, Breakdance. Immer wenn ich solche Games maine und nur spiele und dann so richtig die Ansprüche entwickle, dann wird schwitzig und auch mal... Dann trigger ich auch mal durch. Ja, wenn es einfach nicht läuft oder so. Oh, shit. Oh, er vielleicht? Ist voll. Können die einen raussnipen oder so? Nur wie der reindippt. Ich würde hier einmal... Hä, worauf schießen die denn? Die schießen alle auf sich. Nein, nein, alles... Okay, er hat einfach aufgegeben. Da hinten ist ein Tiger. Junge, was hier an Truppenbewegung ist. Junge, 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 das ist richtig nice gerade. So, ich muss an die Mauer, dann ist alles gut. Oh Gott! Was ist hier los? Die Amis rücken richtig ein. Da war einer. Okay, ich sag doch, die andere Waffe ist besser. Mit der anderen Waffe hätte ich die beide geholt da. Easy. Boah, Junge, der wurde weggeschallert. Könnt ihr mich hochholen? Junge, alle. Holt mich doch hoch! Was? Ja, hol die Spritze raus! Ich habe wenigstens drauf geachtet. Das sind Anti-Mates. Kann nicht jeder hochholen? Oder war das nur meine Klasse? Aber da waren auch welche mit dem Kreuz am Helm. Hier, er auch! Du bist ein scheiß Manny! Vor allem, die schreiben oben rein, push! Einfach in den All-Shit. Alter, übel geil. Junge, wie die reinschallern. Ja, scheiß auf da hinten, A1. Das ist ja gerade viel geiler. So, rein jetzt, ich mach mit. Da waren noch welche, ne? Das ist ja auch eine richtige Arschloch-Luke. Hab ich ihn?
Junge, der Balken ist genau im Weg. Er ist genau auf die Lichtlinie. So. Ja, das Iron Sight ist ja auch ganz. Darum ist eh, ne? Den hole ich. Den hole ich. Ich hab euren Rücken. Oder nicht? Da war einer, ich schwör's. Der hat auch überlebt. Nee, okay, den haben die gekriegt, glaube ich. Hab ich, oder? Ja, den hab ich. Took out an enemy. Emmy Awards habe ich rausgenommen. I'm a goner. Hier steht einfach ein Panzer vor mir. So, Jungs. Wer geht rein? Oh, da ist einer. Doch. Ne, ist ein Ami. Ich glaube, ich renne jetzt einfach rein. Junge, was macht der Breakdance denn mit dem Panzer? Ja, schade. Ich wollte ein bisschen Action machen. Ich hätte weiter durchrennen sollen. Imagine, du bist vom Panzer getroffen und liegst so am Boden. Der hat einfach... Der hat... Die nehme ich nicht mal gefangen, ne? Der hat mich einfach... Ich habe 3 Saltos gemacht und lebe. So. Gut, ich würde doch wieder... Mit der M1 sehe ich mich. So, aber wir lassen ja übel nach. Der Angriff ist zum Erliegen gekommen. Lol, hä? Was ist denn da los? Der hat geparkt. Aber hier sind, Gegners gewesen. Ja. Hab ich hier sehen. Das, warte mal, das ist ein anderes Gewehr, oder? Ja, ich auch. Ich dachte noch, er liegt hier vorne. Shit. Ja, aber mit der MP40 ist er da in der Situation klar besser. Vor allem, wenn ich peak. Naja! Ab und zu auch mal Cocky spielen, ist wichtig. Schön mit der Pistole. Ich hätte links rumrennen sollen. Geiles Klavier. So. Machen wir da. Oh. Den hat, glaube ich, schon jemand auf dem Korn. Ja, wahrscheinlich kann ich das sogar ein bisschen noch alternativ ausrüsten. I don't know. Oh, er ist ein bisschen am Chillen hier. Wo ist mein nices Haus? Da. Da würde ich gern rein. Der Panzer guckt auch nicht in die Richtung. Aber der. Aber wenn ich hier ein bisschen in die Mulde gehe... Hätte ja treffen können. Ah, diese ganzen Tiefflieger, ey. Mashallah. Der ist Schrott? Okay. Okay, hier ist wieder meine Main... Oh Gott, ich wurde gerade beschossen. Hier ist meine Main-Brücke. Brücke an Captain. Tot. Der hat ein Handy bekommen von mir. Richtig saftig. Schwierig. Ah, nice. Der hat eine Bazooka. Und der ist... Schrott. Geil, da flog der Turm. So, jetzt sind wir wieder in der Henno-Bude. Gut, ich sehe nichts. Verstanden, Truppführer. Den habe ich. Jawohl, habe ich. Aber es ist geil, dass er es halt sagt, wenn er jemanden erwischt. Weil nur so weiß man es einfach auf dem Server, wenn man es nicht sieht. Fertijo. Dahin ist einer. Gute Arbeit, Leute. Sie pfeifen aus dem letzten Loch. Geben wir ihnen den Rest. Ja gut, er hat halt einen Karabiner. Ach wait, das sind gar keine Sniper. Die haben einfach keinen Scope. Das ist ein normaler Karabiner. Habe ich jetzt gecheckt? Es gibt keine Sniper.
Die haben einfach eine nice Iron-Zeit, so wie ich mit der Waffe. Okay. Wir haben ja gleich gewonnen. Easy. DE. Sucht. So, der ist eine gute Position. Mag ich. Eier. Ja. Eier. Meine Hütte. Hat er gesehen. Ich dachte, er aimt hoch, weil da mein Mate sitzt. Schade. Wollte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Egal, wir hatten aber einen echt guten Run vorhin. Oh lol, korrekt von dir. Jetzt habe ich ihn, pass auf. Mist. Okay, er braucht nur in die Tür halten. Mist, ey. Warum klebt der Medipack an der Wand? Er hat halt einfach nur in die Tür gehalten, ja. So, das war's, oder? Da kommt ein Deutscher rein. Na gut. Sektor Dog, feindliche Einheiten attackieren ein Ziel. Ja, das ist hier, wenn ihr alle reinrennen, aber war trotzdem geil. So, hier sind überall Deutsche gerade. Müssen wir mal aufpassen. Mal, was wir hier im Angebot haben. Bisschen Sausage. Bisschen Bockwurst. Bisschen Kraut. Hab ich. Nee, hab ich nicht. Mist. Nee, war ein Ami. Na gut. Okay, Leute. Hat geknallt. Wir haben klar gewonnen. Ich habe 4 wiederbelebt. 45 Kills und Assists. Aber wie viele Tode? Inspektor Bumhead. Fünf Ziele erobert. Kills und Assists. Ach so, der Trupp. Aber ich will... Ich will doch wissen, wie viel... Hier. Das ist halt das Nice am Portal-Bereich-Modus. Alter. Man hat so diese traditionellere Musik und dann einfach für Level-Aufstieg. Party-Riffs. Okay, Leute, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Musik. Junge, da kommen Änderungen hoch. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut in die Videobeschreibung, falls ihr Battlefield abchecken wollt. Ich glaube, gerade so mit Kumpels oder Freundinnen ist übel nice. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.